Jo, hallo, das ist der Thomas aus dem Mehrgenerationenhaus, beziehungsweise heute bin ich zu Hause. Vielleicht erstmal erklären, warum ich so komisch aussehe. Ich habe diese komischen Teile hier auf dem Kopf, Kopfhörer. Ich habe hier so ein komisches Teil vorm Mund, das ist ein Mikrofon. Und vor mir ist da, ist die Kamera. Und ja. Mit der Technik umzugehen ist nicht immer leicht. Ich mache einmal im Monat mache ich eine Radiosendung, da sehe ich sehr ähnlich aus. Ja, warum mache ich das überhaupt? Weil das Mehrgenerationenhaus für Besucherverkehr momentan geschlossen hat. Das liegt natürlich an der Situation. Die Situation ist die, dass es einen Virus gibt, der sehr gefährlich für Menschen ist. Und der Virus, der kann sich verbreiten, indem man nah bei Menschen ist, beziehungsweise wenn jemand hustet, wenn man sich die Hände gibt, all das, was eigentlich Menschen ausmacht, das geht momentan leider nicht. Das geht nur in der Familie, das geht aber nicht außerhalb der Familie. Das hat was Merkwürdiges auf jeden Fall. Für manche Leute hat es was Beängstigendes. Das Wichtige ist, dass man sich an die Regeln hält. Erstmal dabei, das ist nicht jedermanns Sache. Gerne möchte man so agieren, wie man das gewohnt ist, dass man sich frei bewegen kann. Und jetzt auf einmal ist das nicht möglich. Das ist eine sehr neue Sache und deswegen muss man erstmal lernen, damit umzugehen. Und das versuchen wir. Das Mehrgenerationenhaus hat, wie ich sagte, für Besucherverkehr geschlossen. Das heißt aber nicht, dass im Haus nicht irgendetwas passiert, beziehungsweise die Leute, die dort arbeiten, jetzt gar nichts machen. Doch, die machen die ganze Zeit etwas. Die machen sich zum Beispiel Gedanken, wie sie euch erreichen können. Alle Leute, die ins Mehrgenerationenhaus kommen, haben irgendein Anliegen, möchten etwas lernen, möchten, dass ihre Kinder betreut werden, möchten eine Beratung, möchten Hilfeleistung, möchten etwas essen, möchten gute Laune, möchten nette Menschen treffen. Und all das geht momentan eben nicht. Das ist auf jeden Fall eine ernste Situation. Das ist aber auch keine Situation, wo man den Kopf in den Sand stecken muss. Gibt es keinen Grund für, sondern wie ihr seht, ich bin ganz guter Laune und all die Leute, mit denen ich im Haus zu tun habe, sind auch ganz guter Laune. Ja, für wen ist dieser Virus gefährlich? Das wisst ihr. Der ist für alle gefährlich. Insbesondere sind aber die Leute gefährdet, die schon fortgeschrittenen Alters sind. Und um die zu schützen, darum geht es erstmal, muss man vermeiden, mit diesen Menschen Kontakt zu haben. Das kann man immer noch über Telefon, das kann man immer noch über Skype oder irgendeine Videoplattform, aber das kann man nicht mehr persönlich. Man sollte wirklich ältere Leute, so komisch das klingt, meiden momentan. Man sollte nicht zu ihnen hingehen, weil wenn jüngere Leute angesteckt werden von dem Virus, dann ist das für die nicht so schlimm. Das kann eine kleine Erkältung sein. Das kann auch ein bisschen mehr sein. Das kann auch Grippe sein. Das kann auch natürlich dazu führen, dass man richtig krank wird und ins Krankenhaus vielleicht sogar muss. Die meisten Menschen, die aber davon richtig betroffen sind, sind ältere Menschen. Deswegen sollte man die meiden auf jeden Fall. Nicht nur wegen sich selbst, sondern wegen der anderen. Und das muss einen keine Angst machen, aber man sollte das ernst nehmen und man sollte sich von diesen
an diese Regeln halten. Ja, das Mehrgenerationenhaus existiert noch. Und jetzt geht es gar nicht so.